Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier den Lernstefan natürlich mal wieder und leider Gottes, es hat heute einfach von vorn bis hinten nicht gepasst bei unseren Blackies. 0:3 zu Hause gegen den LASK. Wir haben gewusst, dass der LASK eine starke Mannschaft hat, aber heute war es eigentlich wirklich von Anfang bis Ende, ja, ich will nicht sagen hoffnungslos, ich will nicht sagen traurig, aber ja, scheiße. Habe ich nicht gesagt, das wird nachher zensiert. Nein, auf jeden Fall. Man hat wirklich gleich mal in den ersten Minuten aus meiner Sicht gemerkt, dass die Linzer bemüht waren, in Richtung Tor zu ziehen bei unseren Blackies. Haben mir maximal die ersten 1-2 Minuten gefallen, wo man wirklich versucht hat, den LASK anzurennen. Das hat aber dann relativ schnell nicht mehr funktioniert. Und man hat auch gemerkt, die Linzer, wenn sie schnell umschalten können, dann einfach deutlich erstens giftiger vom Tor und einfach über die gesamten 90 Minuten gesehen überlegen. Die ersten paar Minuten eben vom LASK offensiver, ein, zwei gefährliche Schüsse schon in der Anfangsphase und in der vierten Minute 15 nach einer knappen Viertelstunde dann schon das Führungstor durch Schau Viktor, den ehemaligen Kapfenberger, im Dress des LASK, der einen schönen Pass in den Lauf gespielt bekommt, macht ihn dann aus der halbrechten Position schön ins lange Eck, keine Chance für Siebenhandel aus meiner Sicht, und das war eben dann schon früh die Führung für die Gäste aus Linz. Sturm tut sich weiterhin in der ersten Halbzeit sehr, sehr schwer, Torchancen gibt es eigentlich gar keine richtige. Kitaischwili hat mal einen Schuss so nach 20 Minuten knapp gehabt, der aber sehr, sehr einfach abgewehrt oder gehalten werden kann vom Schlussmann, vom LASK. Und ja, danach unsere Blackies zwar ein bisschen bemühter gegen Ende der ersten Halbzeit, aber es geht eigentlich nichts. Also so geht es mit dem 0-1 in die Kabine, mit einem sehr, sehr starken LASK eben. In der zweiten Halbzeit fängt es dann auch die ersten paar Minuten nicht wirklich rosig an. Die Linzer mit, glaube ich, sogar zwei Chancen. Servus. Mit knapp zwei Chancen in Folge, die sie aber dann nicht verwerten. Sturm hat dann auf der anderen Seite in Minute 50 eine hundertprozentige Möglichkeit, wo sich Sandy Lovric über die rechte Seite von uns aus gesehen durchtankt, den Ball dann hereinspielt auf den Kopf von Philipp Hosenau und der bringt das Kunststück zustande, aus wenigen Metern den Ball am Tor vorbeizusetzen. Wenig später wird er dann auch ausgetauscht und durch Esse ersetzt. Aber trotzdem, ja, gelingt leider nach vorne weiterhin sehr, sehr wenig bei unseren Blackies. Die Linzer spielen das Ganze relativ trocken runter, sind jetzt nicht über 90 Minuten dauernd druckvoll, aber man hat schon gemerkt, also der LASK spielt schon wie ein Tabellenzweiter und wir leider Gottes eben nur wie eine Mannschaft aus dem Mittelfeld. Also da war heute schon zu meiner Trauer der Klassenunterschied, will ich nicht sagen, aber es war schon spielerisch ein bisschen wie Tag und Nacht. Das hat man gemerkt. Sturm auch im zweiten Durchgang eben weitestgehend ideenlos. Die Linzer dann ja in einer Phase, wo die Partie vielleicht so ein bisschen am Einschlafen war. Mit dem 2:0 nach einer Ecke über die rechte Seite ist es mit dem Kopf Trauner, der das vorentscheidende 2:0, muss man sagen, an der Stelle nach einer knappen Stunde dann erzielt. Dann geht von Sturm eigentlich wenig. Davor noch eine Riesenchance von Jakubowicz oder danach eine Riesenchance von Arnold Jakubowicz, der nach einem Fehler der Linzer alleine in Richtung LASK-Tor zieht und den Ball dann wirklich auch noch am Tor vorbeischlänzt. Das waren die zwei dicksten Möglichkeiten aus meiner Sicht für unseren SK Sturm. Trotzdem die zweite Halbzeit bemühter als die erste. In der Schlussphase Sturm versucht dann nochmal viel mit hohen Bällen, was leider auch nicht zum Erfolg führt. Und ja, es fehlt einfach auch das Quäntchen Glück, dass man irgendwann mal den Abpraller vor die Füße bekommt. Also immer nur der LASK, der LASK, der LASK, wenn es wirklich so richtig gefährlich wurde. Und man hat dann auch am Schluss in der Nachspielzeit, nachdem Aflonitis übrigens nach knapp 70 Minuten mit Gelbrot auch noch vom Platz musste, man war also schon in Unterzahl, auch noch eben dann in der Nachspielzeit das 0:3 kassiert. Der Torschütze Frieser, nachdem Schau Viktor erst im 16er Siebenhandel austanzt, den umspielt, den Ball dann nochmal in die Mitte spielt und dann ist es Frieser mit dem Schlusspunkt. Also die Linzer gewinnen leider wirklich völlig verdient und auch in der Höhe sehr souverän mit 3:0 in Graz. Für uns heute auf jeden Fall ein bisschen blamabel und ja, es sieht jetzt für das Meisterschaftsplayoff im Moment nicht wahnsinnig rosig aus. Die nächsten zwei Gegner auch eher von stärkerer Natur, Salzburg auswärts, daheim die Austria. Also, das heißt, mein Resümee nach dem Spiel: einfach zu wenig. Punkt. Meinerseits zum Spiel frage ich gleich mal meinen lieben Gast heute mal wieder vor der Kamera, den Gregor. Was ist dein hoffentlich kurzes Resümee zur heutigen Partie? Weil ich glaube, so viel Positives hat es jetzt nicht unbedingt. Nein, auf keinen Fall. Also das Resümee in einem Wort ist einfach grauenhaft, ideenlos.
Man hat gesehen, hohe Bälle nach vorne haben nie funktioniert. Das Kombinieren hat auch nur wirklich sehr, sehr schwierig ansatzweise funktioniert. Aber so wie es gefährlich geworden ist, hat der Lask da mit 2-3 Spieler sich wieder reingehaut und war schon wieder am Vorwärtsmarsch. Also man muss sagen, wir haben uns extrem schwer dann. Klar, der Lask ist eine Mannschaft, die was körperlich sehr, sehr robust spielt, die was physisch starke Spieler hat, aber man muss einfach sagen, es war zu wenig und dieses 3-0 mit dem Schlusspfiff war der Aufgabe halt dann. Da war quasi das Sinnbild von diesem schwarzen Abend, das Ganze, oder von diesem schwarzen Nachmittag, das Ganze abzurunden. Also das, ja, und ganz ehrlich, wenn wir so nächste Woche gegen Salzburg auftreten, dann schaut es düster aus. Vor allem Alphonitis ist gesperrt mit Gelb-Rot, also da will man es eh noch was. Da müssen wir sich noch was einfallen lassen, aber es war düster und es droht. Ich meine, ich würde nicht sagen, es wird so, aber die Tendenz geht leider Gottes, dass es am nächsten Sonntag auch düster sein wird. Wo siehst du, also prinzipiell Verbesserungsansätze gibt es, glaube ich, wir sind da mehr nach der heutigen Partie. Aber generell würdest du sagen, also wirklich liegt es an der Spielanlage oder war der Lask einfach auch vielleicht zu stark? Weil auf mich haben sie schon sehr, sehr souverän gewirkt. Also eben wie ein Spitzenteam, was gegen eine Mittelfeldmannschaft trifft. Aber halt leider, dass wir halt die Mittelfeldmannschaft sind. Ja. Und eigentlich sind wir ja bei solchen Partien eher auf der anderen Seite quasi. Ey, man muss aber sagen, so hart es auch klingt und es ist einfach so, der Lask ist jetzt verdient auf Platz 2. Hat man heute wieder gesehen, die haben zurzeit wirklich auch hoch, sind eine sehr, sehr routinierte Mannschaft, sind eine sehr, sehr spielerisch herausragende Mannschaft und sind zu Recht hinter Salzburg aktuell auf dem zweiten Platz und ich schätze mal, den werden sie wahrscheinlich auch verteidigen ja, bis also zum Schluss. Also das ist schon. Also ja, ich weiß es nicht, erst nicht, wie das Restprogramm von sich ausschaut, die letzten 2 Spiele, aber in die ersten 6 bleiben sie ganz sicher, das ist ja klar. Und Vizemeister, aber halt zweiter Platz werden sie wahrscheinlich zu 90% auch noch verteidigen. Also sie stehen zu Recht dort, wo sie sind. Und man muss leider gerade so schier und hart und nüchtern sagen, aktuell haben wir da eben nicht wirklich was verloren. Nicht wirklich jetzt, sag jetzt einmal, was dagegen auszusetzen gehabt. Also wir haben klar, phasenweise haben wir wirklich gut gespielt, aber dann hat eben der Lask wieder sein Programm gefahren und sich gedacht, so. Jetzt sind wieder wir dran und dann ist eben das Werk wieder gefahren und sie sind drüber gefahren. Schier gesagt jetzt einfach. Wie Positives gibt es da heute dann einfach nicht. Lisa, du bist halt das erste Mal vor der Kamera. Also deswegen kein Problem, wenn du nervös bist oder sonst was. Aber nur was sind da so deine eigenen Worte einfach zum Spiel heute von unserem Sport? Ja, also im Großen und Ganzen kann ich Gregor nur zustimmen, was er gesagt hat. Und ich denke mal, wir müssen jetzt einfach so hinnehmen, wie es ist. Der Fokus liegt im ersten Sinne jetzt einmal auf Sonntag, auf Spiel gegen Salzburg. Und wir werden unser Bestes geben und schauen, dass wir das Beste daraus machen. Und nicht halt im Grunde sagen, alles für die Schwarzen, oder? Ja, genau. Das auf jeden Fall. Ja, von dem her, gut, viel gibt es ja zum heutigen Spiel leider in positiver Hinsicht da wirklich nicht zu sagen. Also einfach ja, die Hoffnung, dass es wieder besser wird. Salzburg eben nächste Woche wird schwer genug. Aber wir werden unsere Kräfte sammeln. Die Mannschaft wird sich hoffentlich auch mental da wieder aufrichten. Und ja, auch Roman Mehlich wird sich da hoffentlich seine Schlüsse draus ziehen. Ist ja immer noch ein sehr, sehr junger Trainer. Darf man ja auch nicht vergessen. Von dem her war es das dann auch schon wieder von mir. Ich würde sagen, danke an euch beide, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal hier bei The Lens TV. In diesem Sinne, euer Elias. Auf die Schwarzen! Und bis dann. Ciao, ciao.